Einatmen, ausatmen, den Geräuschen des Waldes lauschen und den Pfälzerwald in sich aufnehmen. Wer einfach mal tief durchatmen, den Alltagsstress vergessen und die Natur auf sich wirken lassen möchte, der ist beim Waldbaden genau richtig. Shinrin-yoku, auf Deutsch Waldbaden, ist eine Methode zur Stressreduzierung. Der Trend kommt aus Japan. Die Idee dahinter ist einfach, aber wirksam. Bäume geben ätherische Öle in die Luft ab. Durch das Einatmen wird das Immunsystem gestärkt. Mir fällt das Runterkommen noch etwas schwer. Der Kursleiter Martin Henge ist dagegen total mit dem Wald. Ja, Waldbaden ist achtsames Schlendern im Wald, eben mit verschiedenen Übungen, zum Beispiel Hören, Riechen, Fühlen, Sehen, verschiedene Atemübungen, die eben entschleunigen, die zur Ruhe kommen lassen und das Tempo rausnehmen. Im Gegensatz zum normalen Spazieren heißt es beim Waldbaden Tempo rausnehmen und durch den Wald schlendern oder einfach mal ein Plätzchen in der Natur suchen und den Geräuschen lauschen. Weiter geht's nach Heidelberg in den Zoo. Für diesen Veranstaltungstipp muss es jetzt ausnahmsweise mal dunkel sein. Also bitte Licht aus. Ab 18 Uhr kann man hier auf Entdeckungstour gehen. Neben den echten Tieren im Zoo werden auf einem Rundweg tierische Skulpturen wie Tiger, Giraffen und Eulen beleuchtet. Das Motto Licht an für das Heidelberger Zooleuchten. Frank-Dieter Hecks Lieblingstier ist die Heuschrecke und er kennt sich bestens mit dem Zooleuchten aus. Von Donnerstag bis Sonntag haben wir den Zoo abends geöffnet. Das heißt also, Sie können den Zoo, was schon besonders ist, am Abend besuchen, wenn es hier richtig dunkel ist und es auch eine andere Atmosphäre hat, als am Tag den Zoo zu besuchen. Zweimal am Abend werden geführte Rundgänge angeboten. Speis und Trank gibt es in der Fledermausschenke. Zusätzlich kann man ein wechselndes Abendprogramm mit Vorträgen und Präsentationen, wie zum Beispiel, wie Tiere sehen können, in der zugehörigen Explorhalle im Zoo erleben. Endlich habe ich es durch. Aber das stelle ich jetzt nicht einfach ins Regal. Ich habe da eine ganz andere Idee. Denn mein Buch wird in ein kunstvolles Objekt verwandelt. Bukugami ist eine Papierfalltechnik. Einen Kurs dafür gibt es in der Mannheimer Abendakademie. Sanae Müller ist die Kursleiterin und hat schon so einige tolle Bücherkunstwerke gezaubert. Bukugami ist ein Faltkunst und da faltet man nicht Origami-Papier, sondern ein Buch. Also zum Beispiel, wenn man ein Buch hat, das man schon gelesen hat und ich brauche das nicht mehr, das ist ja Müll, aber das ist ja immer noch nützlich. Da habe ich ja so eine Dekoration gebastelt. Dabei kann ich ja auch eine Postkarte oder CD reinstecken. Das ist sogar nützlich. Los geht's am Samstag um 14 Uhr. Dann kann man so richtig kreativ werden. Na dann, viel Spaß beim Falten. Und jetzt alle Veranstaltungstipps im Überblick. Naturliebhaber können am Freitag um 19 Uhr im Pfälzerwald in Bad Dürkheim mal so richtig runterkommen. Auch Kinder können beim Waldbaden teilnehmen. Der Kurs dauert 2 Stunden. Wer den Heidelberger Zoo mal in einer ganz anderen Atmosphäre sehen möchte, kann das von Donnerstag bis Sonntag jeweils von 18 bis 22 Uhr. Die Veranstaltung Zooleuchten geht noch bis zum 29. November diesen Jahres. Kinder, die freitags ihre Laterne mitbringen, bekommen kostenlosen Eintritt. Bukugami, Faltkunst aus alten Büchern, wird am Samstag in der Mannheimer Abendakademie von 14 bis 16 Uhr angeboten. Aus alten Büchern entstehen dann tolle Kunstwerke.